Da ist ein riesiges Haus. Was? So ein Hexenhaus oder so. Okay. Das da oben auf dem Berg. Ja, ja. Oh Gott. Da sind keine Schweine. Das stimmt, Alter. Das ist richtig krass. Was ist das denn? Oh, oh. Bestimmt schon die Zuschauer jetzt schon so. Nein! Geht nicht so, hin! Nein! Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Willkommen zur inzwischen vierten Folge von Minecraft. Nero! Nice! Zusammen mit Paluten wieder! Yay! Yeah. Lars! Wir connecten okay. Direkt auf den Server, oder? Ja, 3, 2, 1. Los! Okay. Zeige ich knackig. Ja, die Mission des heutigen Tages ist... Oh, es ist Tag, das ist nice. Sehr, sehr gut. Ein paar Mobs killen. Mhm. Dann auf jeden Fall hast du noch mal ein paar Melonskis. Ich habe Melonskis für dich. Du hast aber da gerade ein bisschen mit deinem Schwert. Das ist aber gar nicht so lang. Ja, dein Sonne ist so lang. Und meins sieht aus wie eine Pommesgabel. Deins ist eine Pommesgabel. Wenn ich das so in der Hand halte, sieht meins richtig gefährlich aus. Nee, das stimmt nicht. Das okay, stimmt lass uns mal nicht. Hier, wir wollen Mobs farmen für diese Realmstones und Runic-Stissel. Das wäre wirklich sehr, sehr geil. Wenn wir jetzt nur tagsüber ein paar finden, ist es ein bisschen entspannter vielleicht als abends. Ja, so und nachts hier, da ist alles nicht so, ist nicht alles so Zuckerschlecken. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Ist alles Gold, aber was und ich glitzert. Und ich würde ganz gern auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das ein oder andere... Oh, da hinten ist irgendwie ein Höhleneingang. Ja, und ziemlich große Bäume. Ja, ziemlich große Bäume. Wir gehen hier einfach mal hoch. Hier geht auch ein bisschen meine Framerate runter. Ja, wir wollen einfach unser Equipment verbessern. Das ist eben unser Ziel momentan. Wir müssen konkurrenzfähig bleiben. Oh Gott, mein Inventar sieht aus. Die Leute kreuzigen mich wieder. Ja, Pidel, mach dein Inventar. Wir müssen hier aufpassen, die Bäume, die einen hochschleudern können. Stimmt, aber okay. Hier ist ein Huhn. Okay, das ist schon mal geil. Das Beste. Ich kann nicht zusehen, Smurf. Was? Ist nicht passiert. Ist okay. Einfach umgekippt, das Huhn. Das ist ganz merkwürdig. Okay. Ich pass auf, dass jetzt keine Mobs... Oh, die Sonne geht schon wieder unter. Was? Jetzt schon? Oh Gott, wir sind recht weit weg, ne? Okay. Aber stimmt gar nicht. Wir sind nicht weit weg. Wir sind jetzt strong. Okay. Das ist der neue Paluffel-Vorsatz. Wir sind jetzt Hardcore-Dudes. Wir sind krasse Boys. Wir sind wie aber das ist auf jeden Fall schon mal positiv, dass hier noch ein paar Hühner sind. Das bedeutet, hier wurde noch nicht allzu viel... Entdeckt und erforscht. Ist hier jemand gestorben? Hier ist ein Grabstein. Das kann gut sein. Das ist tatsächlich unsere könnten wir probieren, auf dem Rückweg den zum Dingens zu bringen. Zum Friedhof? Ja. Ja. Aber beschwert sich ja keiner von unserer Stadt, von daher sollte es, glaube ich, nicht so schlimm sein. Oh, hast du ein paar Fackeln? Ich habe selber noch ein paar Fackeln. Ich bräuchte... Oh, da vorne sind noch ein paar Hühner. Ja. Okay. Vorsicht, links von uns sind Mobs gespawnt, Cyclops. Oh, hier sind richtig viele hinter uns, ist alles voll gespawnt. Okay. Meinst du, wir schaffen so ein paar Zyklopen? Die Zyklopen sind, glaube ich, Bobs, die haben 25 AP. Okay, dann lass mal Zyklopen klatschen. Okay. Hashtag Zyklopen klatschen, oh, das könnte eine kurze Folge werden. Okay, alles gut. Duck down. Okay. Ich überlasse sie dir. Vorsicht, da vorne ist auch Lava, ne? Alles gut, alles die spawnen gut. Aber sowieso leider kaum was. Ja, da vorne sind, glaube ich, Assassins. Ja. Mit denen kann man handeln. Ach, stimmt. Die sehen nett aus. Ja, genau. Genau. Ah, die brauchen Coins. Die wollen halt Coins. Ja, genau. Die wollen Coins. Dafür bekommt man Slice Star, Goo Ball, Chakram. Mhm. Und von all den Sachen habe ich momentan noch nicht die Sonne, aber viel Ahnung. Copper Coins sind nicht so schwer zu kriegen. Ja, man braucht halt die richtigen Mobs. Das ist halt wichtig, Metal die man killt. Slug. Diese Zyklopen. Oh, Vorsicht, ein bisschen zur Seite. Da ist nochmal ein Lava-Pit. Oh, da bist du. Oh Gott. Sorry, Cyclops. Es war ein Unfall, Alter. Da hinten. Easy. Hier sind noch ganz, ganz... Oh, hier unten ist eine Ente. Eine Ente, die sich Charger nennt. Charger? Oh, tut mir leid. Ja, die Charger sind auch Bobs. Das ist auf jeden Fall. Oh, genau. Hier sieht man jetzt, wenn ich das einsammle... Oh Gott, ich werde beschossen. Was? Ah, da vorne drüben, das ist nur ein Skelett. Okay, ich muss jetzt mal hier ein bisschen was sortieren. Oh, da sind Zombie-Wölfe gespawnt. Hier ist ein Dingens-Eingang. Mhm. Das kann weg. Die Schilder brauche ich auch nicht. Die Eisenspitzhacke ist auch zu vernachlässigen. Kies, Erde, Akazienholz und den Rest. Dann habe ich zumindest mal ein bisschen Platz, damit ich das da unten nochmal einsammeln kann. Ein Bogen wäre auch auf jeden Fall mega nice. Ziemlich feine Sache. Da hinten sind irgendwelche Motten gespawnt. Oh. Und so ein Ding, was gerade bei mir ist. Warte mal, hier ist ein Höhleneingang. Ich gehe mal ganz kurz. Ich gerade. Vier Copper Coins von einem Tier bekommen. Oh, da sind richtige miese Dinger, Dicer gespawnt, Alter. Komm nochmal hoch. Okay. Wo? Da, wo wir unsere Fackeln gesetzt haben. Pass auf, direkt links von dir. Ach da, ja. Die sehen fett aus. Komm, die klatschen wir hier. Ja, pass auf, ja, genau. Die kassieren. Alter, okay, ich hab Respekt vor den Dingern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der sieht... Oh, hier ist noch hast du den? Hast du den? Ich glaube, du hast den. Okay, gib ihm. Okay. Jawohl, komm, wir können nix.
Mach sie nix. Einmal und zack. Zack. Okay, easy. Da kommen wir aber nix. Ja, die machen Slowness. Hinter dir Zyklop. Oh, 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 oh. Muss ich mich so erschrecken. Da unten ist ein Enderman. Ein paar Zombies. Hm. Oh Gott! Was bist du denn? Was bist du? Wo bist du? Ah, da. Hier, okay. Hier. Ah, da. Unten sind nochmal Hellraider. Okay. Die müssen mal was spawnen. Ich habe hier so einen richtig nervigen Effekt. Aber. Das ist eine Statue. Hä? Oder? Können wir dich mitnehmen? Dorfbewohner-Denkmal. Stimmt. Moins. Cool. Moins. Warte mal, hier vorne, da habe ich eine Fackel reingesetzt. Lass uns da mal die Höhle mal reinluschern. So, schauen wir mal. Einmal. Oh, ich hätte mir echt mehr Melonen mitnehmen sollen. Waren da noch viele? Ja, ein paar sind halt gespawnt. Wieder Creeper, die da oben sind jetzt. Upsi. Tschüss. Ich guck mal hier einmal. Okay, das ist einfach nur ein ganz normaler Durchgang. Ganz normaler Durchgang, genau. Dann, siehst du mich? Ja, ich bin. Lass uns mal hier runtergehen. Da auf die Fläche unten sind nochmal so Hellraider-Dinger. Genau, die wollen wir auf jeden Fall klatschen. Zack, und wenn es nur für ein paar. Enderman, okay, wenigstens kein Nightwalker. Die Nightwalker habe ich auch schon mal ausprobiert im. Die sind heavy? Im Dings. Ja, ja, die machen alles dunkel und dann bist du nur mit denen so irgendwie alone unterwegs. Ich glaube auch springen tut's hier wirklich gut, ne? Criticals halt. Ja. Das ist echt. Hä? Nur einer? Da war irgendwie nur einer. Der andere scheinbar despawned. So, wir konnten mal so ein bisschen hier auch die Welt. Hier sind, hier ist nochmal eine. Hier sind ein paar Hühner. Hier ist der andere. Mal, wenn du jetzt springst dazu. Ja, genau, da macht man gute Crits. Aber die droppen halt einfach nix. Nee, nee. Das ist auch so ein bisschen. Hinter uns ist ein Skelett. Da hinten! Da ist ein riesiges Haus. Was? So ein Hexenhaus oder so. Okay. Das da oben auf dem Berg. Ja, ja. Oh Gott. Das sind kleine Schweine. Das stimmt, Alter. Das ist richtig krass. Was ist das denn? Oh, oh. Bestimmt schon die Zuschauer jetzt schon so. Nein! Geht nicht hin! Nein! Da wohnt Igor. Igor, der böse Zauberer. Oh, guck mal. Wir haben aber echt ein kleines Schmetgar. So. Da ist auf jeden Fall ein Schmetgar. Guck mal, wie böse der guckt. Also, da weiß ich nicht, was passiert ist. Also, das konnte ich auch selber sehr gut einschätzen. Keine Ahnung, was. Ach so, okay. Oh ja, das sind wirklich. Muss ich sagen, die sind echt. Das sind alles Schmetgarianer. Safe Call. Safe Call. Was ist das, Alter? Golems. Ich hab echt ein bisschen Schiss, ne? Okay, hier sind nochmal so ein paar. Okay, wir müssen hier tauchen, die Spatbus. Zentauren wo? Nee, also hier, wie heißen die? Achso, Cyclops. Cyclops Dudes, ja, genau. Okay, nice. Da hinten ist Lava. Okay. Ey, lass uns unbedingt da reingehen. Okay, ja, bin ich auch safe für. Dann lass uns mal. Ich habe echt ein bisschen Respekt davor, ne? Das wird bestimmt geil. Lass mal ganz kurz, bevor wir. Zack, tut mir leid, Billy. Ich guck mal ganz kurz rein. Sieht gut aus. Oh, das ist ja nett. Tschüss. Okay, sollen wir rein? Ja, warte. Ich glaube, ich weiß schon ungefähr. Oh, hier geht's rein. Wie das da so ein bisschen drin aussehen könnte. Da geht's auf jeden Fall dann einmal richtig weit runter. Wir müssen ganz kurz uns ein bisschen vorbereiten. Okay. Ofen, denn dann lass uns direkt hier die. Weil das geile Essen müssen wir auch. Stimmt. Kochen. Du hast, glaube ich, hier die Kohle. Nee, aber ich habe Holz. Ach, du weißt ja, was ist denn mit der Kohle passiert? Ich hatte nie Kohle dabei. Ich habe einmal Kohle getroffen. Ach so, ja, die habe ich in den Ofen getan. Ach so, okay. Aber ich habe noch genug Holz. Genau, Holz ist auch geil und Mariko. Puh, ja gut. Schmeiß hier auch ein bisschen was rein. Wir können ja zumindest schon mal den Kopf reinstecken. Okay, stecken mal Kopf rein. Wollen wir nach oben gehen? Nach oben oder nach unten? Oben ist bestimmt geilo. Ja, ich vertraue dir mal. Oben ist, glaube ich, safe. Ich ja, auf jeden Fall. Weil so sind die Sachen aufgebaut. Oben ist sicher, unten ist doof. Ja, ich glaube, unten, umso tiefer du da gehst, umso hundsgemeiner wird das Ganze. Ja. Guten Tag, ich würde Ihnen gerne eine Versicherung verkaufen. Welche Versicherung genau? Hier ist einfach mal nichts, dann müssen wir runter. Echt? Und wieder runter, ja. Aber die Versicherung, die wir verkaufen wollten. Entschuldigen Sie, kennen Sie schon Team Palofi-Versicherung? Mein 360-Grad-Kraftpaket. 360? Wie heißt 700, das Kraftpaket? 1080 Kraftpaket. Ja, 1080 Kraftpaket. Oh, so, ich wäre fast runtergegangen gerade. Oh Gott. Chicken ist hier auf jeden Fall noch am Brutzeln. Okay, nice. Dann nimm du dir mal den Rest. Okay. Hast eine schöne Abwechslung. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen gefarmt, haben da so ein bisschen still gemacht und jetzt gucken wir. Okay, das hier so ein bisschen. Ja, komm, lass einfach mal kommen. Wir machen jetzt einfach mal die Draufgänger. Okay. Wir gucken mal. Okay. Breit? Nimm mal eine Fackel in die Hand. Nimm mal eine Fackel in die Hand, dann haben wir so eine Leuchtung. Ich nehme eine Fackel in die Hand. Okay. Wir sollten sowieso so ein bisschen Fackeln setzen. Okay. Hallo. Tag. Das ist so ein bisschen wie Stairs, weißt du, diese Minecraft-Horror-Map, die wir mal gespielt haben mit Bergi noch. Ja, ach Gott, ey, da will ich mich gar nicht dran erinnern. Da haben wir uns fast in die Hosen gezogen. Warum geht's denn immer noch runter? Triple Facecam. Ich hab Angst. Guck
Du, wie tief ist das denn hier? Ja, deswegen. Das ist ja voll die Bohrung. Hier sind immer so Stonebricks hinter. Oh, da kommt eine Höhle. Du musst auch aufpassen auf Fallen. Ja, ja, da kommt eine Höhle jetzt. Okay. Oh, okay. Da habe ich einen Schritt zu viel gemacht. Ich plante hier schon mal ein paar Fackeln. Hier ist aber alles so abgesperrt relativ gut. Okay. Pass auf Druckplatten auf. Ja, ja, ich schau gerade. Wegen dem Flur. Nee, da muss man sich aber was freischaufeln hier. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Richtig fetter Dungeon. Guck mal, wo hier. Ja, ja. Sehe ich denn da hinten irgendwas? Türen, ne? Wo wollen wir denn als erstes? Ha, diese Türen. Da wohnt jemand. Ja, dann lass da rein. Guter Freund von uns. Guter Freund. Moin, Werner. Oh Gott, Werner hoffentlich nicht so angepisst jetzt. Oh, hier wohnt tatsächlich jemand. Pass auf Fallen, ne? Ja. Ich leuchte. Alles gut, ne? Hier ist eine Kiste. The Ancient... Oh, was haben wir denn hier? Boah, Alter! Bogen, Stärke 1. Sharpness 1 Schwert, verzaubert, ein Bogen, Stärke 1. Ja, aber es hat 7,5. Voll geil, Alter. Protection 1, Feuer, Leder. Kürbiskerne, nehmen wir mal mit. Bücher, immer mal mitnehmen, ne? Wir sollten uns auch in naher Zukunft, weil wir jetzt auch hier schon ein bisschen Probleme haben, ich weiß nicht, was diese Statistik von Greymerk ist. Oh, Weizenkörner. Ach, ich brauche eigentlich Weizenkörner. So, mal kurz hier. Ich habe mir auf jeden Fall die Spitzhacken mitgenommen. Das Schwert einfach mal so, wenn man verreckt oder so, kann man sich das ja immer noch in die Base tun mal. Dann hat man schon ein scharfes Schwert. Ja. Oh, warte mal, ich baue das hier nochmal ab. Okay. Für Bücher. Boah, Alter, der Dungeon ist mega gut. Wir können uns jetzt, wenn hier noch ein, zwei so Dinger sind, richtig was mitnehmen lassen. Okay, ich dachte gerade, ich hätte Schritte gehört von links. Aber okay, hier ist ein bisschen Iron. Ah, das ist auch nice, umso tiefer man geht. Moinsen. Wo sehe ich dich? Back me up. Ich back dich ab. Hier ist, wieder da sind noch ein paar Bücher drin. Ja. Greymark hat scheinbar zwei Bücher geschrieben. fleißiger Statistiker. Ja, ich meine, hier ist, ich weiß nicht, ob die, weil das sind ja Lederhosen, ne? Die geben doch, also sind das ganz normal, oh, ich höre, ganz normale Lederhosen, ja, ja, Spinnen oder so. Ja, tatsächlich, ja, die sind ja echt lame. Eine Eisenspitzhacke braucht auch kein Schwein. Nee. Kekse nehme ich mit, falls wir ein bisschen Essen haben. Ich springe hier schon mal rüber, das geht einfach so Hand in Hand in so eine Höhle. Oh Gott, da war der Server gerade gelaggt. Ja, ja. Du bist auf einmal nach vorne gesprintet. Aber die sind halt alle enchanted, die Sachen. Schon, oh, guck mal, hat er wieder ein Buch geschrieben. Was macht denn? Der schreibt nur Bücher. Brot mal wieder, ne? Ja, habe ich hier gerade geklaut. Danke. Tausche ich mit Bruchstein. Ja, ich weiß, Leute. Hier sind auf jeden Fall viele. Vorsichtig. Sachen, ja, das ist so ein größerer Raum, ist das erste Mal, ne? Ja. Da noch was Krasses. Oh, da sind Spawner drin. Okay. Das ist richtig gut für Levels, ey. Guck mal hier rein. Hier ist auch ein Spawner. Oh, ja, da mach ich doch direkt. Oh, Brauchen wir das? Also für Level? Also man kann ja hier eine geile Mob-Farm draus machen, so muss man ja, aber das sagen. Ist nicht ein bisschen zu weit. Hier? Okay, lass uns durch. Was ist hier? Oh, oh. Die ist tot. Da unten sind auf jeden Fall Mobs. Was ist das hier? Sieht aus wie so eine Endboss-Battle-Area oder so. Ja, so ein bisschen schon. Aber... Das ist nur, warte mal, welche Höhe sind wir? Wir sind auf Höhe 50. Also hier kann eigentlich noch nichts Interessantes spawnen. Dann lass uns hier mal direkt wieder durchgehen. Genau, wieder zurück und dann mal... Genau, da waren ja noch die anderen Dinger. Aber normalerweise sind da bei Spawn dann auch immer Kisten und sowas, ne? Hast du da mal richtig reingeguckt? Nee, aber weil die halt direkt spawnen, deswegen. Ach so. Aber egal, lass einfach mal kurz in die anderen Seitendinger reingehen. Genau, ich glaube, wir müssen auch einfach tiefer. Ja. So. Hier ist ein bisschen Glowstone, ich wüsste zwar nicht, wofür wir jetzt großartig... Hier geht's auf jeden Fall, hier geht's weiter runter. Ah, okay, nice. Okay, also da geht's weiter in den Dungeon rein. Guck mal, da hinten ist ein Spawner, ein offener dieses Mal, aber da auch, ne? Das heißt, dazu nah ran und dann kriegen wir die ganze Zeit Dauerbeschallung von den Seiten, das wäre semi-nice. Die Frage ist einfach, ob's schlau ist, schnell nach unten. Ja, hier ist ein Spawner, ist hier... Warte mal, dich... Piedesel, das ist keine gute Idee gewesen. Die sind nicht so hart, Soll ich abbauen? Und du baust ab. Ja, schnell. Okay, ist weg. Ja, perfekt. Hier in der Ecke ist noch eine Chainhose. Ah, da ist ein, oh, und so ein richtig kranker Trank. Aber den kann man... Welche? Ich glaube, der kriegst du viel Regeneration. Ja. Aber, oh, ich sollte unbedingt mal was essen. Ist der jetzt gut oder nicht, ist die Frage. Minus Sweet, aber du hast halt Regeneration, ne? Ja. Hier, nimm den ruhig mal mit. Soll ich mitnehmen, echt? Ja, mach Striche, Digi. Nimm mit. Okay, so, lass zack, uns weiter runter, weil das Geile ist, umso tiefer wir hier gehen... Umso wertvoller werden die Sachen, meinst du? Ja, genau. Und umso wertvollere Erze können wir wahrscheinlich auch finden. Stimmt, weil das ja alles weil so mega krass freigelegt ist. Genau, wir gehen ja immer weiter nach unten. Ich komm mit. Hier ist eine kleine Spinne. Klein, ja. Nett. Da hinten ist ein Spawner. Süßes Haustier. Hi. Da ist ein doppelter Spawner. Doppelter Spawner, da auch. Da ist irgendwas Ekelhaftes drin, ne? Da sehe ich einen ganz komischen Mob. Oh.
Und so ein Ding habe ich ja Semi-Bock, aber das droppt ja, komm, bestimmt was Alter. Geiles, ne? Warte kurz, Happy. Ich nur so. Okay, was bist du? Oh, hier ist eine Kiste. Vorsichtig sein mit Pfeilen und ne? sowas, ne? Auf dem Weg dahin jetzt. Springs hier nicht mit. Hier sind auch nochmal Kiste. Oh, was da drin? Projectile Protection, wieder ein Trank. Hey, der Billy kommt. Resistance, okay. Hat aber nur 40 HP. Kriegst du ihn? Aber hinter dem sind nochmal welche, ne? Ja, da sind ganz okay. viele Zombies, aber die kannst du ja einfach rückwärts laufen. Ja, was machst du? Die dann, kassieren. Ja gut, dann schaue ich mal, ob ich gleich noch vorbei kann. Dann gehe ich zum Spawner. Okay. Vorsicht, kann man Druckplatten. Weg. Hier ist eine Chest. Ja, hier ist Eisen drin, Haltbarkeit, Eisenaxt. Eisen immer mitnehmen, oder? Ja, kann man mal machen. Unbreaking... Dings. Ich habe mal die ganzen verzauberten Sachen auch immer mitgenommen zum Abbauen. Holzfarmen oder so, wenn es mal darauf ankommt. Falls wir mal irgendwie bauen. Ja. Wichtiger ist, glaube ich, dass wir... Weiter nach unten kommen. Genau, immer weiter nach unten kommen. Weil hier oben, die Mobs sind ja jetzt auch wirklich... Nicht die Härte, muss man auch sagen. Ja. Nicht mit den Waffen mehr, zu anderen jetzt mal. Du kannst nicht das in der, hier unten... Warte mal, ich habe jetzt hier so eine ungute Befürchtung. Was ist denn hier hinter? Ich höre euch da durchatmen. Doch nicht, höre ich doch nicht da durchatmen. Hast du so ein bisschen... Ja, Bücher aber wie gesagt immer mitnehmen, das habe ich ganz früh schon gelernt. Für Verzauberungstisch auch, für höhere Level, können wir selber Bücher okay. machen. Gehen wir mal hier längs, hier sind weniger Mobs. Hier noch? Warte, Moment, was ist da am Ende des Tunnels? Da ist ein Enchantment-Table! Da ist ein Enchantment-Table! Enchantment ja. Warte mal, von oben kommen Mobs. Ja, okay. Aber ganz schön viele. Alles cool. Gerade auch Hier, da hinten steht ein Enchantment-Table. Ja, siehst nice, du, wenn du ranzoomst. Warte, dann mache ich... Oh Gott, oh Gott ey, von was oben. Ist denn da los? Warte, ich mach mal zu. Ja, genau, mach mal zu. Ich mach hier mal Licht. Oh, hier war sein. Alter, oh ihr Gott. Wollt Beef? Oh Gott, ich werde von einem Mini-Zombie angegriffen. Da kommt noch sein Freund. Alter. So, okay, jetzt kommen sie hier nicht mehr durch. Alles gut. Oh, hier ist noch einer. Oben ist zu. Okay, dann durch hier. Warte, ich mach hier nur oben auf. Dann können wir die perfekt genau, schlagen. Schnitzeln. Der will warte, natürlich jetzt dann... schon. So, zack, aua. Ja, das sind die nervigen. Ich will dir keinen mitgeben. Wollt ihr mal vorhasseln? Ja, okay, er hat Bogenschützen, das ist echt scheiße, ne? Sonst geht zurück. Bau die Dinge ins Ab. Achso, ja, sehe ich gerade erst, ja. Hab. Vorsicht, nicht mich schlagen. Achso, beide. Okay, shit, da sind zwei. Ja, ich muss ganz kurz essen, damit ich wieder regelmäßig regge. Hab sie. Kann ich denn die Dinger nicht einsammeln? Ey, dafür muss man einen offenen Platz haben. Was ist das denn? Pfeile? Zwei Dias? Nice. Nice, okay, schön. Stärke 1 Verzauberung. Nice, sehr fett. Da ist wieder ein Spawner. Guck mal, ich gucke, ob ich den direkt kriege. Ja. Hab, mach dir kurz hab, Licht. Hab. Okay. Nochmal hier. Unbreaking Shit, Efficiency 2, Spitzhacken. Corner. Komm ich mit klar. Corner. Irgendwas wie kommst du? Kommt auf mich zu, glaube ich. Ja, warte. So ein bisschen Angst, dass es hier eine Falle ist. Spawner. Ja, Dito. Ah, es ist... Ich baue... Was ist das für ein Ding? Ja, warte. Ja, okay, nice. Ja, nice. Ah. Verzauberungstisch. Ease. Gold Nuggets. Wer braucht schon Gold Nuggets? Ich get, ja, klar, sonst gibt okay. ihm genau. Nice one, Alter. Fette Sache. Warte mal, wir gehen mal ganz Sache. Kurz. Wir sind jetzt auf Höhe 38. Okay. Wir werden nie wieder zurückfinden, wenn wir hier so lang. Warte, aber hier kommen wir direkt runter. Okay. Guck mal. Vorsicht. Hä, ist das ein End? Das ist doch vom End hier. Das ist eine Endfestung. Nee. Das Safe ist, glaub ich, nur die. So Bricks-Dinger, also im normalen Minecraft sind das zumindest ja, die Endfestung. Ja, klar, im normalen. Aber wir müssen auch gleich mal auf die Zeit gucken, sind glaube ich nur 2 Minuten. Das stimmt, 18, ja genau, 2 Minütchen. Okay, ich würde sagen, 3. Gehen wir runter, ne? Okay, warte, kurz 3. mal vorher ausleuchten, weil da ist direkt ein Spawner. Ja. Du schnetzelst, ich baue ab. Ich schnetzel, genau. Okay, go. Warte, dann vorher runter. Bau ab. Hab. Okay. Perfekt. Da ist ein Spawner, ich baue den Spawner ab. Okay, warte, ich gucke in die Kiste. Wieder. Amethysten! Nice! Okay, nice. Direkt offen. Okay, baue ich direkt ab. Einen Spawner. Aber dann können wir direkt schon auch den Teleporter bauen. Fett, okay. Teleporter zur anderen Dimension hätten wir safe. Ja, genau. Zaubertisch jetzt haben wir safe. Pass auf, da kommt Weizenkörner, dahin. Scheiß auf dieses. Oh Gott. Happen aber. Pass auf, da hinten. Hier ist nochmal so ein. Warte, aua. Ich schau mal kurz, geh durch. Okay. Okay, hab auch. Zack. Wieder irgendwie der schlechte weiter. Trank, keine Ahnung. Oh Gott, Vorsicht! Was denn? Was ist los? Release. Oh Gott. Oh, wir wollten wir nicht Obsidian. Ach nee, Quatsch, brauchen wir gar nicht mehr. Warte, kommst du da durch? Kaum, der eine nervt ein bisschen. Okay, so, haben wir den. Das abbauen. Okay, bau den mal ab. Ich hab auch einen Bogen jetzt gleich, warte. Jetzt komm! Okay, ich hab einen verzauberten Bogen. Sauber. Hier okay. ist Band 2. Hab keinen blassen Schimmer, ob Band 2 Geilomatico ist. Ey. Weiß ich aber auch nicht. Aber was mich aber auch nur interessiert, ist in der letzten Minute mal einen Punkt zu finden, wo wir vernünftig uns ausloggen könnten. Oh, stimmt. Wir graben uns in die Wand rein. Ich brauch
bisschen. Ja, ich bin hier, ich bin hier. Ich okay. Bin. Hab abgebaut. Hab leider wenig gereckt. Zack. Wir sind immer noch in diesem Ding. Also dieses Hexenteil ist echt das Beste, was uns hätte passieren können. Lass ja, uns hier mal kommen wir hier auf jeden Fall weiter raus. Hier rein schon bauen? Oder wo rein? Oder nee, rein? Wir gehen jetzt hier. Hm? Hier durch? Ja, stimmt, wir müssen uns auf jeden Fall ausloggen. Nee, hier loggen wir uns aus. Okay, supi. Machen. Zack, alles voll. Perfekt. Puff! Kurzes okay, Ausatmen. War Verbindung gut. Verbindung trennen. Zack. War auf jeden Fall eine schöne Reise. Also, ich finde das irgendwie cool. Wir haben jetzt in der einen Folge ein bisschen gefarmt, haben jetzt einfach mal so ein bisschen was umherum von der Stadt ist und haben ein bisschen Amethysten, so ein paar Sachen gefunden. Ich fand das cool. Voll gut. Also, das hat. Richtig produktiv. Ja, war geil. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, sowohl bei mir als auch bei Smurf. Schaut natürlich gerne bei Smurf vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder, oder? Si, Senor! Si. 12 Uhr, neue Folge Minecraft Nero. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.